Heute soll es mal darum gehen, was man vor dem Training essen kann, um seine Leistung, um seine Performance zu optimieren. Denn das ist das, was mich viele von euch auf Instagram fragen: Was kann ich vor dem Training essen? Und um das Ganze vielleicht zu definieren, müssen wir ein paar grundlegende Dinge festlegen. Das Pre-Workout-Meal, wie es im Englischen heißt, ist für mich die Mahlzeit, die man in etwa 1 bis 2 Stunden vor dem Training zuführt. Und was ist die Funktion dieses Pre-Workout-Meals? Es soll in erster Linie Energie zur Verfügung stellen, also Energie, die wir im Krafttraining nutzen können, und den Körper mit Aminosäuren versorgen. Das heißt, der Körper hat während des Trainings auch Aminosäuren, die er nutzen kann, um eben die Muskulatur, die während des Krafttrainings gereizt wird, eben direkt wieder zu regenerieren, aufzubauen und ja im optimalsten Fall auch den Wachstum zu fördern. Also, welche Lebensmittel, welche Makronährstoffe sind in dem Fall optimal vor dem Training, um eben die Leistung, die Performance zu steigern? In erster Linie sind dort Kohlenhydrate zu nennen. Kohlenhydrate sind für den Körper einfache Energielieferanten. Das heißt, wenn man Kohlenhydrate isst, kann der Körper die sehr schnell wieder nutzen, um Energie bereitzustellen. Kohlenhydrate werden in der Regel in Form von Glykogen in den Muskeln und in der Leber gespeichert, und das ist eben die Form von Energie, die der Körper sehr schnell heranziehen kann, wenn er sie eben benötigt. Und genau das möchten wir ja. Wir möchten vor dem Training eben die Kohlenhydrate zuführen, die wir dann während des Krafttrainings nutzen können. Denn damit kann man ja erwiesenermaßen am meisten Energie bereitstellen. Idealerweise essen wir vor dem Training aber nicht irgendwelche Kohlenhydrate, die uns dann lange sättigen, die ewig lange zur Verdauung brauchen. Denn das kann eben im Training nachteilig sein. Das heißt, eventuell jemand, der dann ein Völlegefühl hat, der mit einem dicken Bauch durchs Training läuft und dann versucht, Kniebeugen zu machen, der wird sich nicht wohl dabei fühlen, der wird nicht die Performance bringen, die er mit anderen Kohlenhydraten bringt. Und deswegen kann ich jedem hier ans Herz legen: Nutzt leicht verdauliche Kohlenhydrate, greift dort hier auf Früchte, Reiswaffeln, Reis, Kartoffeln, eben solche Kohlenhydrate, die schnell verdaut werden und dem Körper damit schnell zur Verfügung stehen. Und das sind eben solche Sachen wie Obst oder Reis, oder Reiswaffeln zum Beispiel. Und die zweite wichtige Funktion neben der Bereitstellung von Energie aus Kohlenhydraten ist natürlich die Versorgung mit Aminosäuren, mit Protein für die Muskeln. Und das Ganze machen wir eben in Form von Protein. Protein sollte auch hier leicht verdaulich vor dem Training hinzugeführt werden, denn das sorgt eben dafür, dass in den 1 bis 2 Stunden vorm Training die Nahrung aufgenommen wird, verdaut wird und dann während des Krafttrainings dem Körper diese Proteine oder die Aminosäuren im Aminosäurenpool zur Verfügung stehen. Denn beim Krafttraining reizen wir den Muskel, beim Krafttraining wird Muskelprotein abgebaut und das wird dann durch eben die Nahrungszufuhr und den Reiz durch das Krafttraining wieder aufgebaut. Das ist eigentlich so die Vorgehensweise und deswegen ist es auch hier sinnvoller, das Protein 1 bis 2 Stunden vor dem Training zuzuführen oder eventuell in Form von Aminosäuren während des Trainings, als das Protein nach dem Training. Und deswegen auch hier leicht verdauliches Protein, das in etwa 1 bis 2 Stunden vor dem Training verdaut ist und dann eben dem Körper zur Verfügung steht. Das ist in der Regel so etwas wie Whey-Protein, wie Reisprotein, wie Eiklar, also das Eiweiß von den Eiern, oder auch EAAs eben. Das sind so die klassischen leicht verdaulichen Proteinquellen. Sowas wie Magerquark oder auch ein ganz normales Stück Fleisch, so das wird länger verdaut vom Körper, da steht das Protein nicht so schnell zur Verfügung wie bei den anderen Lebensmitteln, aber das macht im Endeffekt dann auch keinen großen Unterschied. Also nochmal, dieses Pre-Workout-Meal ist nur eine Empfehlung, eben für alle Leute, die mich fragen, was kann ich vor dem Training essen? Und du kannst auch 2 bis 3 Stunden vorher eine ganz normale Mahlzeit essen. Du kannst auch Nudeln mit Reis oder Kartoffeln und Fleisch und Fisch essen. Das ist absolut kein Problem. Es ist nur die ideale Lösung, sage ich mal. Und für alle Leute, die eventuell unterwegs sind und dann sagen, ich muss vor dem Training etwas essen, die können sich eben eine Portion Reiswaffeln und einen Proteinshake in die Tasche packen, das Ganze dann etwa 1 bis 2 Stunden auf dem Weg zum Fitnessstudio essen und trinken und dann sind sie eben perfekt vorbereitet für das Krafttraining, haben das Beste getan und können dann eigentlich guten Gewissens in Anführungszeichen das Krafttraining ausführen und sagen, heute habe ich wieder volle Leistung gebracht, plus meinen Muskel mit Protein versorgt. Wovon ich dir vor dem Training ganz klar abraten kann, in Anführungszeichen, ist zu viel Fett und zu viel Ballaststoffe zu essen. Denn das wird eben auch dafür sorgen, dass du ein starkes Völlegefühl hast, der Körper mit der Verdauung beschäftigt ist und du dich dann im Training eher unwohl fühlst und auch vielleicht eher müde und träge bist, anstatt leistungsstark und eben energisch, sage ich mal. Deswegen hier eben nicht so viel Gemüse vielleicht vor dem Training und auch nicht zu fettig. Also Nüsse könnten
noch möglich sein. Das heißt, Nüsse, die sind eben klein vom Nahrungsvolumen, aber wenn du sehr fett, kohlenhydrat- und proteinreich isst, also eine richtig große Mahlzeit, dann wirst du im Training wahrscheinlich dich nicht so wohlfühlen. Hier nochmal der ganz klare Hinweis, das solltest du für dich individuell herausfinden. Also einige sind vielleicht mit Kohlenhydrate vorm Training sehr leistungsstark. Andere wiederum haben dann im Training einfach einen Leistungsabfall. Das ist richtig individuell. Ich persönlich fühle mich einfach besser, wenn ich vorm Training einen Apfel, eine Banane gegessen habe oder 2 bis 3 Stunden vorher meinen Smoothie getrunken habe, weil das für den Körper einfach für mich leichter verdaulich ist und ich dann im Training sehr viel Energie habe. Wenn ich aber vorm Training beispielsweise eine Portion Reis mit Gemüse esse, dann bin ich im Training träge, weil diese Kohlenhydrate zu viel für mich waren. Und das ist eben, wie gesagt, für jeden individuell. Eher eine kleine Portion Kohlenhydrate eben in Form von Apfel, Banane oder ein paar Reiswaffeln und einem Proteinshake. Damit fühle ich mich wohl, damit fühlen sich die meisten meiner Klienten wohl. Das kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, finde das für dich individuell heraus. Probier mal 3 bis 4 Einheiten mit Kohlenhydraten und Protein vorm Training, also mit denen, was ich dir jetzt genannt habe. Und danach vielleicht mal 3, 4 Einheiten ohne Kohlenhydrate und Protein oder nur ohne Kohlenhydrate, das heißt nur mit Protein. Versuch da den richtigen Weg für dich zu finden und dann am Ende zu sagen, okay, ich habe jetzt herausgefunden, wenn ich einen Apfel esse und einen kleinen Proteinshake, dann kann ich die beste Leistung bringen. Dokumentiere das alles für dich und dann hast du die beste Pre-Workout-Mahlzeit für dich herausgefunden. Wie gesagt, ich kann dir hier nur meine Empfehlung geben, den Rest musst du am Ende herausfinden. Um dir jetzt noch Zahlen mit auf den Weg zu geben, damit du weißt, wie in etwa die Mahlzeiten aussehen können, möchte ich noch kurz darstellen, in welcher Menge du Protein und Kohlenhydrate zuführen solltest. Wenn ich mich da auf die Datenlage stütze, dann würde ich in etwa 0,4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zuführen, was für die meisten von uns in etwa 30 bis 40 Gramm Protein bedeutet. Natürlich für einen 100 Kilo schweren Sportler sind das dann in etwa 40 Gramm Protein. Aber halten wir uns einfach in einem Rahmen von 20 bis 40 Gramm Protein vor dem Training auf, dann ist es eigentlich alles in Ordnung. Das sollte natürlich eine hochwertige Proteinquelle sein, wie eben erwähnt, Whey-Protein, Eiklar, ein Reisprotein oder EAAs. Und bei den Kohlenhydraten ist es in etwa auch so ein Richtwert. In etwa 30 bis 50 Gramm Kohlenhydraten sind für die meisten vor dem Training ja am besten. Das ist eine kleine Portion, eine Banane, eine etwas große, die hat in der Regel 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate, das ist eine sehr gute Quelle. Oder einen Apfel, der hat in etwa 20 Gramm Kohlenhydrate, je nach Größe. Und auch 3 bis 4 Reiswaffeln sind in etwa 50 Gramm Kohlenhydrate. Und das ist meine Empfehlung eben. 20 bis 40 Gramm Protein vor dem Training und eben 30 bis 50 Gramm Kohlenhydrate, das ist ein ganz guter Richtwert. Und auch während einer Diät, vor allem dann, wenn man fastet, sollte man vor dem Training etwas Kohlenhydrate essen, denn das sorgt in der Regel dafür, dass man wieder ja leistungsstärker wird. Der Körper möchte wieder Energie bereitstellen, in Anführungszeichen. Ich denke mal, jeder kennt das, der mal gefastet hat, der in einer Diät ist. Wenn man etwas isst in Form von Kohlenhydraten, dann wird man direkt wieder ja wacher, wieder aktiver. Es hängt einfach damit zusammen, dass es in der Regel so ist, wenn man Kalorien aufnimmt, ist der Körper auch eher dazu bereit, diese Kalorien wieder zu verbrauchen. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Energieverbrauch in Relation mit der Energieaufnahme zusammenhängt. Aber das ist ein anderes Thema, das möchte ich jetzt nicht weiter ja, erwähnen. Das sollte auf jeden Fall nochmal kurz genannt worden sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Es würde mich außerdem freuen, wenn du mich in den Kommentaren wissen lässt, was du vor dem Training gerne isst oder ob du überhaupt was vor dem Training isst. Vielleicht sind da noch ein paar Inspirationen für mich oder für alle anderen Zuschauer. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und mit diesem Kanal-Abo kannst du gleichzeitig die Glocke aktivieren, denn wenn du die Glocke aktivierst, bekommst du immer sofort eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist und du kannst dir alle Informationen direkt anschauen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Dominik von Fit4.